4, 3, 2, 1. Das heißt, Daumen halten, Herzi Franz. Er hat hier schon so oft gewonnen und Bombenleistung gebraucht und könnte sie heute sicher wiederholen. So, jetzt Hermann Mayer. Wieder dieser explosive Staffelkister. Ja, er motiviert sich dabei selber, hat er gestern auch gesagt. Schau! Und er hat verstärkte Stöcke, wie er gesagt hat. Sonst würden die brechen. Haut sich aus, als wenn es bergauf geht. Das bei Nordhausen nicht so steil oben. Die Rolls ihm abgenommen hat, die wird er sich heute zurückholen. Er ist mein persönlicher Sieger heute. Ja, mein auch, Robert. Hab ich gesagt. Du hast zwei Sieger. Okay. Ob heute ein Rest zu schlagen ist, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Lass da natürlich nichts anbrennen und ist oben nur unwesentlich. Sauber, voll riskiert. 14. Und hier am Pistenrand unter den Zuschauern, da brodelt es jetzt, wenn Franz Klammer hinunterfährt. Wie er seine sehr gut gefahren hier, Einfahrt Steilhang. Er hasardiert, er fährt noch den Stil, wie es früher war, also mit Einsatz und Kauf. Das ist der alte Franz Klammer, wie wir ihn kennen, wie er rudert und. Oder ist er ein Hundertstel schneller wie der Lasse Schüss bei den ersten 16 Vorsekunden? Ja, nach der Mausefalle war eine Hundertstel vor ihm. Da einer ist schwer. Ganz enger Radius. Das U-Hackerl ist heute schwerer zu fahren wie im Training, aber da ist ein super einer gefahren. 67 da die erste Zwischenzeit. Hat er noch keiner oben. Hat noch keiner. Wie fährt das da? Wie fährt das U-Hackerl? Sauber. Ich sage, bleib schön drüber. Weit unten kann er da durchziehen, beim Tor dabei. Komm weit raus, was fährt er? Er nimmt sehr das schön, Geschwindigkeit mit, er nimmt alles mit. 31,25. 110. Und so. Ist auf Tuchfühlung gewesen, ja, im Steilhang. Nur 200stel bei der letzten Zwischenzeit zurück. Jetzt 1,09,92. Ist er schneller, ist er schneller. 1,09,49. Ja. Ui, der Hermann fliegt dem Ziel. Vielleicht seinem ersten Kitzbühel-Sieg in der Abfahrt entgegen. Jetzt aufpassen, noch. Bei 1,00 schon da. Bei 1,00 war er hier. Chef, los, nichts anbrennen. Los, nichts anbrennen. Das wird ja eine Sechserzeit. 1,06,64. Ich glaube, jetzt hört er leid, bis du aufschreien. Jetzt ist er nur schwarz zu birgen, weil das der Mann unten einen Fehler macht, das glaube ich fast nicht. Und da sind jetzt ein 4-5 Zentrum eben. Jetzt kommt sein Teil, von da weg hat er im Super-G dem Rest eine ganze Sekunde abgenommen. Hoppla, der fährt im Moment Jubel. Die Konkurrenz in Grund und Boden, 1,17 Vorsprung. Robert, aber weit draußen, das wird wieder was kosten. Aber ein bisschen was kann er verlieren bei 1,17 Vorsprung, Armin? Ein Hundertstel einfach verlieren. Das war auch noch. 1,0, siehst du, ja, da hat eben der Weiche vorher schon. Er hat sicher durch Funk gehört, dass die Ausfallsteilung heute etwas höher zu fahren Zwischenzeit. Ist. Zwischenzeit. Ich glaube, sie wird sehr, sehr gut. Das schaut schnell aus. Ja! Halbe Sekunde vor. Bravo. Ja, Hermann. Attackiert sogar in der Abfahrt des Dorf. 31,32er Zwischenzeit. Ui, 32,72. Was hat er verloren? 3, 4, 5 Zentl in dem Abschnitt. 31,32. Komm, wo ist der Bogen? Eine halbe Sekunde schneller als Kartomen. Und erinnern Sie sich wieder Franz Klammer einmal im 75er oder ganz bei den. Jetzt geht's dahin. Leicht angedriftet, macht jetzt die Kurven zu, geht mit. Aber es sind noch 76 Hundertstel. Pass auf, Steff, jetzt da. Ganz eng, ganz eng. Fahndl hinausgefahren ist und trotzdem gewonnen hat. Das wird jetzt mal hinein in die Stecken. Ja, bravo, Franz. Könnte sich ausgehen. Ja, bravo, sehr gut gefahren. Ja, das ist ein Kampf. Das Publikum ist begeistert 58. Hier. Links die Bestzeit von Erwin Resch. Könnte sie ausgehen? Ich glaube, ja. Jawohl! 2,282. Mit dem Gelände. Ist ganz oben. Und schon hinein. Wie schnell ist der Hermann jetzt? Immer Zielschuss. 136,1. Also, der Hermann fährt jetzt auf alle Fälle Bestzeit. Ist es sein erster Sieg auf der Strecke? 1,56,84. Moment. Die letzte Schwierigkeit für Stefan Eberhardt. Jetzt muss es passen. Du hörst die Menschen jubeln. Es geht um seinen Sieg hier in Kitzbühel, um seinen zweiten Sieg auf der Streif. 1,51, 1,52, 1,53. Ihr Sieger heißt Stefan Eberhardt. Jawohl. Das ist es. Bravo. Und ich gratuliere dir herzlich. 1,21. Das ist ein Vorsprung. Ja, bist du Moped, Herr. 2,82. Und schauen wir jetzt den Franz Klammer ins Gesicht. Er ist glücklich. Diese Szenen erinnern an die Klammer-Hysterie der Jahre 1976 und 77. Okay. Ja,
Hey, Gratulation. Okay, danke. Der spricht ja. Ja. 86 Hundertstel schneller als Lasse Schüss, der fantastisch gefahren ist. Und der Herrmann könnte heute seine erste Streifabfahrt im Weltcup gewinnen. Das war eine tolle Fahrt von Hermann Mayer. Das war eine tolle Fahrt. Und ich muss jetzt schauen wir noch schnell, wie er da in die Stellung einwischt. Das ist die Linie. Das ist die Linie, wie es da gefahren gehört. Eng beim Tor dabei. Voll auf Zupf, was die Hutten hergibt, hat er ihn runtergelassen. Da soll einer sagen, der Steff hätte aufhören sollen. Also bitte, was hätte man denn da gemacht? Unser letztes Eisen, deklassiert, Junge. Du musst von einer Deklassierung reden, nicht 1,21 Vorsprung, das ist wie vor 30 Jahren. Der Steff, so wie wir ihn kennen, eindrucksvoll, perfekt. Eberhard. Sein 16. Abfahrtserfolg. Grandiose Leistung.